Unglaublich, was hier abgeht. Stellt euch vor, eine deutsche Stadt geht weiter als alle anderen und kappt komplett die Gasversorgung. Mannheim ist die erste Kommune, die in Deutschland die so radikal auf Klimaschutz setzt. Der Energieversorger MVV hat angekündigt, dass bis 2035 das gesamte Gasnetz stillgelegt wird. 56.000 Haushalte stehen vor einem enormen Wandel. Sie müssen ihre Heizungen komplett umrüsten und das aus eigener Tasche bezahlen. Was bedeutet das für die Bewohner? Welche Kosten kommen auf sie zu? Und könnte eure Stadt auch bald folgen? In diesem Video erfahrt ihr, warum Mannheim als Vorreiter die Gasheizungen komplett abschaltet und wie der Plan der MVV aussieht, die Stadt klimaneutral zu machen. Wir beleuchten, welche politischen Ziele und wirtschaftlichen Interessen hinter der Entscheidung stehen. Ja, und warum das Thema nicht nur Mannheimer, sondern bald ganz Deutschland betreffen könnte. Während MVV die Bürger drängt, möglichst schnell auf klimaneutrale Wärmesysteme umzusteigen, steigen die Preise für Gas und Wasser bereits ab Januar 2025 spürbar. Die MVV verweist dabei auf ihre grüne Mission, doch wer zahlt am Ende den Preis? Nämlich du, genau. Doch das ist nur der Anfang. Bis zu 7 Milliarden Euro will die MVV in den kommenden Jahren für grünes Wachstum investieren. Viele Bewohner fürchten, dass sie die ambitionierte Klimaagenda des Konzerns und der Kommune mittragen müssen, ja? Ob sie wollen oder nicht. Und mit der neuen EU-Richtlinie zum Gasbinnenmarkt, die bald in deutsches Recht umgesetzt wird, könnten bald noch viel mehr Städte gezwungen sein, ähnlich hier vorzugehen. Ja? Wenn du neu auf dem Kanal bist, lass mal gern ein kostenloses Abo da. Was steckt nun hinter diesen Plänen und welche Auswirkungen wird das auf die Zukunft von Heizungen in Deutschland haben? Werden andere Städte mit dem Mannheimer Beispiel folgen und ihre Gasversorgung ebenfalls kappen? Wir analysieren weiterhin für euch, was auf die Bürger zukommt und welche weitreichenden Folgen das für Klimawirtschaft und Wohnkosten haben könnte. Ja, ich werde euch auf jeden Fall demnächst wieder informieren, wenn ich was Neues habe und über die radikale Entscheidung, was das auch bedeutet für das ganze Land und die Zukunft, ob eure Heizung auch schon in Frage steht. Das werde ich euch in den nächsten Tagen und Wochen, je nachdem, wann ich Infos bekomme, mitteilen.